Könnte auch ein bisschen krosser sein, ne? Ein bisschen krosser noch. Ich mach nochmal auf Grill. Ist das gut? Macht man das nicht eigentlich nur mal Steak oder so? Soll das so qualmen? Das riecht auch ein bisschen verbrannt. Ich glaube, das war keine schlaue Idee. Ups. Also zu Weihnachten vielleicht nochmal den Wunsch überdenken. Mikrowelle. Grüßt euch, ihr Lieben. Heute mit eindeutig besserer Laune. Ich bin sowas von ready für dieses Mikrowellenvideo heute. Ich hoffe auch, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Wochenende. Habt jetzt noch einen entspannten Sonntagabend oder Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr das Video schaut mit mir. Ich habe mir mal gestern ein paar Recipes, die ich so in der Mikrowelle machen mag, rausgesucht. Das Leben wird ab heute echt einfacher. Ich finde auch so süß, wie ihr euch auch mit mir gefreut habt im Food Diary, dass wir endlich, hier steht sie, die Mikro in der Küche haben. Also deswegen, ganz, ganz viel Spaß. Ich glaube, den werden wir haben. Ich freue mich wirklich extremst. Einfach, bestimmt auch lecker und easy. French Toast. Ich habe es mir jedes Mal, ihr wisst das bestimmt noch, in der Pfanne gemacht. Ihr kennt das Spiel, Ei mit Milch und Zimt und Vanilleextrakt oder was man da hat, was einmal so ein bisschen Süße hat, vermengen. Toast dann einfach reintunken. Das Ganze ja dann in die Pfanne, aber den Part lassen wir weg, damit auch die Spülarbeit, wie schön, sondern stecken wir es einfach in die Mikrowelle. Anscheinend wird das Toast dann auch so kross und man hat dann schnelles und nices French Toast. Ich muss halt wirklich faulerweise zugeben, dass ich das durch dieses ganze Pfannenprozedure ewig auch nicht mehr gemacht habe, meine French Toasts, weil ich wirklich zu faul dafür war. Deswegen, wenn das jetzt wirklich klappt, gibt's die öfter. Die kommen jetzt für 50 bis 60 Sekunden in die Mikrowelle auf höchster Stufe. Ja. Eis eingesogen. Könnte auch ein bisschen krosser sein, ne? Ein bisschen krosser noch. Ich mach nochmal auf Grill. Ist das gut? Macht man das nicht eigentlich nur mal Steak oder so? Was soll's? Oh Gott, das kokelt. Seht ihr das, wie das kokelt? Soll das so qualmen? Es riecht auch ein bisschen verbrannt. Ich glaube, das war keine schlaue Idee. Ups. Mache ich jetzt noch Erdnussmuse. Hier, das ist noch scharf. Come on, the beauty, all shining. Und Kakaonips. Beides von Koro, das habe ich jetzt nur abgefüllt, weil das ja immer in diesen riesen, in diesen 1-Kilo-Packungen kommt das ja immer. Gerade Kakaonips und Erdnussmus lohnen sich wirklich bei Koro zu bestellen. Also sowohl preislich als auch, dass es super schmeckt. Ich finde auch wirklich die von DM, die Kakaonips schmecken nicht so gut wie die von Koro. Ich habe mir das echt mal ausgerechnet. 200 Gramm bekommt ihr bei DM für 4,95 Euro, während ihr bei Koro 1 Kilo bekommt. Also das Fünffache ja nochmal für 13,80 Euro mit meinem Code, den blende ich euch auch nochmal ein. Und das ist im Verhältnis günstiger. Könnt ihr euch selbst nochmal ausrechnen, aber ist es. Von daher, wenn ihr sowieso Kakaonips-Erdnussmus-Fans seid, schaut mal bei Koro vorbei. Lohnt sich für alle Sparfüchse. Wollen wir noch mal sehen, wie mein French Toast jetzt aus der Mikro schmeckt? Also einfacher, wie gesagt, ging es. Machen wir schon mal einen fetten Haken dran. Es ging schnell. Es war einfach. Ich habe kein Geschirr. Verbrannt riecht es auch nicht. Also in Zukunft mache ich auch nicht mehr diese Grilloption an. Mein Stiefvater hat mir auch eigentlich gesagt, mach einfach nur High, beziehungsweise M-High. Es gibt noch Mittel-High an. Er hat nichts von Grill gesagt. Aber ja, sagenhaft. Oh. Schmeckt genauso gut. Die Toast sind auch so fluffig geblieben. Ich habe immer Angst, dass die Mikrowelle das so ein bisschen klaut. Aber ihr habt ja auch gesagt, dass gerade so Backwaren oder Cookies oder sowas, das man nochmal erwärmt, machen wir auch nochmal später, dass das sowieso alles nochmal viel besser schmeckt und nochmal viel frischer. Und ich merke schon hier beim Toast, es ist richtig fluffy und so
Oh, meine Freundin, ich habe auch letztens darüber gesprochen. Es ist so weird, feucht zu sagen, aber er schmeckt einfach geil feucht. Mikrowellentest bestanden. Testsiegerspiegel 1,0. Geprüft von mir. Teste zwar aus. Wahnsinn. Fürs Mittagessen dachte ich mir, machen wir eine kleine YouTube-Zeitreise ins Jahr 2013, 14 oder so. Und zwar wollte ich das eh schon immer mal ausprobieren, aber die kleine Sophie hat es irgendwie nie gemacht. Heute holen wir diesen Hack oder diesen Mikrowellen-Hack, doch, den holen wir nach. Ihr kennt wahrscheinlich diese Pizzateig-Tassen. Da macht man einfach irgendwie ganz schnell frischen Pizzateig mit Belag, mit Käse und es soll wirklich wie Pizza schmecken. Und ja, das machen wir mal. Ich mache das noch nicht aus einer Tasse, sondern aus einer Schüssel, weil ich muss ja irgendwie satt von werden, ne? Deswegen mache ich, glaube ich, einfach das Dreifache oder Vierfache von dem Teig. Und dann haben wir die abgewandelte Form einer Schüsselpizza. So. Das sind die Zutaten, die man für die Base braucht. Einmal Milch, Rapsöl bzw. Olivenöl, das hatte ich aber nicht mehr da. Mehl, Cheese, okay, und Backpulver. Und Tomatensauce bzw. Tomatenmark. Und die ist von Arnes Oma. Selbst gemacht. Schmeckt sehr lecker. Und dazu mache ich mir als Belag einfach Pilze. Die hatten wir noch da und die müssen weg. Und Mais, weil Mais ist toll. Und Mais schmeckt super lecker mit Pilzen in Kombi. Müsst ihr mal ausprobieren. Super nice. Kurzer Nachtrag, Salz brauchen wir auch. Look at this. Meine eigene kleine Pizza. Ich habe ein bisschen gefreestylt. Weil in der Schüssel, da dachte ich jetzt so, wenn das so ein fetter Teig ist, bis der gar wird, dachte ich, machen wir einfach so eine Mini-Pizza. Toll, oder? Schau mal, wie lange das dauert. Ach, süß. Rund 2 Minuten. Also das ist schneller als jede Gefrierpizza, schneller als jeder Pizza-Lieferservice. Boah, wenn das wirklich klappt, ne? Dann wisst ihr, was ich jetzt jeden Tag esse. Pizza! Oh, was ich hier sehe. Nicht schlecht. Überleg, ob ich die nochmal reinmache, weil ist ja klar, wenn ich auch mehr Teig habe, dass die vielleicht länger dauert als 2 Minuten. Vielleicht mache ich sie noch mal rein, aber der Belag sieht gut aus. Er sieht gut aus. Oder was sagen wir? Ich mache sie aber, denke ich, noch mal 2 Minuten rein. Und dann ist sie, glaube ich, fertig. Das ist sie jetzt. Nach 4,5 Minuten war sie jetzt im Backofen. Backofen. Mikrowelle. Ich brauche da noch ein bisschen. Jedenfalls kann ich euch die, auch wenn ihr wollt, boom, von allen möglichen... Ich will es jetzt nicht herausfordern, aber egal wie ich den Teller drehe, die hält bombenfest. Meine erste selbstgemachte Pizza in dieser Wohnung. Ich habe mir bisher sonst wirklich nur einen Fertig-Pizzateig gekauft oder einen Fertig-Flammkuchenteig, weil ich immer zu faul war. Dieser Moment gehört jetzt nur uns. Der Teig schmeckt wirklich wie aus dem Backofen. Also es macht gerade gar keinen Unterschied. Man würde jetzt nicht denken, dass ich die in die Mikrowelle gesteckt habe. Der Belag schmeckt sehr lecker, vor allem die Tomatensauce von Annes Oma. Ja, die bappt auch zum Glück gar nicht so am Teller. Sie lässt sich sehr, sehr gut abschneiden. Ich gebe wirklich eine 10 von 10 oder nein, eine 12 von 10 für alles. Für den Aufwand, für den Geschmack ist auch wirklich viel günstiger. Also ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl, das hat man eh mal zu Hause. Salz, Milch, Tomatensauce bzw. Tomatenmark und halt Belag eurer Wahl und Käse. Also es ist günstiger als eine Gefrierpizza und es schmeckt, finde ich, auch besser. Halt sehr, sehr frisch. Ich habe kein Küchengerät so schnell in mein Herz geschlossen wie diese Mikrowelle hier.
aufgeputzt. Und ich muss wirklich sagen, es macht erstaunlich satt. Und es war toll. Es war wirklich toll. Als Nachtisch, ihr habt es mir, ich blende euch mal ein, ich bin lieb's auch wirklich, dass ihr schreibt, ich soll Gebäck beim Aldi holen, habe ich gemacht, war nicht schwer. Wir haben hier ein Schokobrötchen und das ist wohl ein richtiger Life-Changer, wenn man das nochmal in die Mikro macht. Ich glaube, nur kurz, ich glaube unter einer Minute und dann schmeckt es wohl noch frischer und einfach richtig, richtig gut. Das ist auch schon so ein bisschen trocken, es ist jetzt nicht mal ganz so frisch. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon, was haben wir es denn? 14:45, deswegen ab nein mit. Wir probieren es aus. Für ein paar Sekunden soll ich das jetzt in die Mikro geben. Das ist hier wirklich Millimeterarbeit, weil ich habe ja keine digitale, sondern man muss das an so einem Drehrad machen und ich habe da vielleicht gar kein Gefühl. Oh, es riecht auf jeden Fall schon mal sehr schokoladig. Einfach nach Kaffee. Oh, es ist wirklich total weich und viel fluffiger. Oh, dann probieren wir. Vielleicht ist ja auch ein bisschen die Schokolade geschmolzen. Das wäre ja wirklich toll. Oh, ja. Sie ist flüssig und es ist total, ich kann es gar nicht beschreiben, doch total fluffig. Und so richtig, oh, ist auch so richtig warm. Oh, das wärmt auch richtig von innen. Ihr habt recht, das macht einen Qualitätsunterschied von 10.000. Als wäre das vorher ein Aldi-Gebäck gewesen, wobei ich mein Aldi nicht runter machen will. Der hat wirklich ein nices Gebäck und das schmeckt auch gut. Aber jetzt schmeckt es so ein bisschen wie Zeit für Brot. Das fancy, teure Café, das überteuerte. Lecker, aber zu teuer und das ist die Lösung. Einfach alles in die Mikro stecken und man hat Zeit für Brot für zu Hause. In günstiger. Ich merke eh, das Video ist sehr, sehr günstig. Macht Spaß. Ja, Haken dran. Macht das unbedingt mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe davon, wie gesagt, auch noch nichts vorher gehört. Game Changer. Viel, viel besser. Boah. Noch ist der Tag nicht vorbei. Ich bin zwar schon mehr als happy mit dieser Mikrowelle, aber sie steht jetzt noch vor einer weiteren großen Herausforderung. Und zwar habe ich das mal von einer Freundin gehört. Pass auf. Man kann Kartoffeln und Reis in der Mikrowelle garen und zubereiten und braucht dafür auch keine Töpfe, keine Geduld mehr, keine Zeit, kein Abwasch ist nötig, sondern man kann das wirklich echt anscheinend in der Mikrowelle machen. Es ist ein Test wert und ich habe mir dazu noch, weil das funktioniert auf jeden Fall, Tiefkühlgemüse geholt. Denn das kann man ja auch easyerweise, wir haben es immer in der Pfanne angebraten, kann man ja auch in der Mikrowelle einfach auftauen. Der gute Froster ist ein Linsencurry, habe ich noch nie ausprobiert und ich dachte, das passt ganz gut mit Süßkartoffeln. Ich denke, wir machen jetzt zuerst mal die Süßkartoffel, schälen die. Man soll die auch bei normalen Kartoffeln vierteln, also möglichst kleine Stücke und ein bisschen mit Wasser beträufeln. Ich glaube, um die 3 bis 6 Esslöffel und ab in die Mikro. Und das war es anscheinend schon. Und den Rest erledigt die Mikro von selbst in 5 bis 10 Minuten. Also, bin ich gespannt. Oh mein Gott, die lassen sich richtig aufspießen. Sie sind es auch. Einfach 4 Minuten. Dann mache ich jetzt das Gemüse. Das braucht 12 Minuten, aber solange lasse ich jetzt die Kartoffeln einfach im heißen Wasser. Mache nochmal den Deckel zu. Das ist es. Mein Linsencurry mit Süßkartoffeln. Ich habe auch nicht gewürzt, weil ich von Froster doch hoffentlich ausgehe, dass das schon gut gewürzt ist, so teuer wie diese Gemüsemischungen sind. Froster findet Arnes Oma immer ganz toll. Habe ich heute an sie gedacht und war so gut. Soll es heute Froster werden. Dann probieren wir mal dieses Kartoffelgedöns. Ich habe übrigens Angst, dass jeder schon diesen Kartoffelhack kennt. Und ich so tue, als wäre es die größte Entdeckung. Also erstmal alles ist hier perfekt gegart. Ich hätte sogar noch eher aus der Mikrowelle holen können, was es also noch schneller macht. Ich muss hier erst in dieses Mikrowellengame, wie gesagt, reinkommen. Aber fürs nächste Mal weiß ich, kann es früher rausholen. Kartoffeln ab sofort jetzt nur noch in der Mikrowelle, genauso wie Gemüse. Zum Froster-Gemüse nur, man könnte noch ein bisschen Salz drüber machen. Ich finde, für so ein teures Froster-Gemüse könnte man wirklich schon erwarten, dass das schon gut gewürzt ist. Aber da kann ich mir das nächste Mal, weiß ich Bescheid, wieder mein Aldi-Gefriergemüse holen und das einfach würzen, weil das muss ich bei Froster auch. Das Leben kann wirklich so einfach sein.
Holt euch eine Mikrowelle. Wäre mein Werbespruch. Aber jetzt Spaß beiseite. Ich liebe es wirklich. Probiert mal aus, Kartoffeln zu machen. Und schreibt mir mal, ob ihr das schon kanntet oder nicht. Weil ich fand das wirklich, wie gesagt, ist für mich neu. Ich habe dieses Mikrowellenpopcorn seit meinem Geburtstag in unserer Süßigkeitenvitrine, was auch immer, habe ich das da schon. Dass es noch nicht verstaubt ist, ist das eine. Und das andere, ich habe es damals von einer Freundin zum Geburtstag bekommen, weil ich ihr gesagt habe, ich kriege bald eine Mikrowelle. Und das hat sie sich gemerkt. Ich glaube, wir beide wussten nicht, dass bald so lange dauert. Nach Juni, Juli, August, September, Oktober. 5 Monaten. Ist das eigentlich schon abgelaufen? Ah ja, im September um 12:30. Aber ich denke, Maiskörner, vielleicht poppen jetzt nicht alle auf. Aber man schmeißt nichts weg, wir probieren aus. Hört sich doch gut an, nicht nach abgelaufen. Looking good! Keins verbrannt. Und sind schon wirklich viele aufgegangen. Ich mach die mal in eine Schüssel. Wenn das nicht cozy ist. Popcorn im Bett. Ich lese gleich noch mein Buch zu Ende. Die sind echt extrem gut aufgepoppt. Ich muss sagen, bei Popcorn muss man auch immer tatsächlich da, muss man entweder Seeberger nehmen oder die Chio Mikrowellen-Popcorn. Die Fake-Varianten sind wirklich nicht so gut. Die hatte ich früher auch schon als Teenager ausprobiert. Hab da auch schon so ein günstig, etwas teuer für mich selbst ausprobiert. Und die Marken Mikrowellen-Popcorn schneiden einfach echt besser ab. Und ich habe übrigens süßes Popcorn, aber das versteht sich ja von selbst, ne? Schmeckt noch lecker. Schmeckt süß. Nicht zu süß, dass man nach 5 denkt, es reicht, sondern wirklich sehr angenehm. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal Mikrowellenpopcorn hatte. Das ist schon echt lange her. Ich glaube, da war ich noch gar nicht mit dem Arne zusammen. Also wirklich lange her. Ich hatte es mal irgendwie so mit 16 oder so. Reminder hier, falls ihr es auch vergessen habt, Mikrowellenpopcorn ist toll. Das ist doch die Kirsche auf der Torte. Dieses Video war wirklich toll. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps dabei. Vielleicht kanntet ihr die auch noch nicht. Ich musste jetzt wirklich viel aufhören mit der Mikrowelle heute. Und ich fand alles wirklich super. Also alles empfehlenswert. Also zu Weihnachten vielleicht nochmal den Wunsch überdenken. Mikrowelle. Ich hole mir jetzt noch mein Buch an die Hand und würde mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, eine schöne kommende Woche mit hoffentlich neuen Mikrowellenrezepten. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Macht es gut, ihr Lieben. Bis bald. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Und passt auf euch auf. Bye.